Ah, Clive. Die Verhandlungen mit dem Dalmekischen Heer gehen gut voran. Das ist beruhigend. Ja, unser Kamerad in Randela hat uns benachrichtigt, dass der Vertrag eigentlich nur noch unterzeichnet werden muss. Aber es wird ein wirklich unheimliches Unterfangen werden, so viele Träger unterzubringen. Könntest du mir nochmal helfen? Gibt es noch mehr wilde Bestien zu erlegen? Diesmal nicht. Du sollst nur rüber zur Karawane gehen und El fragen, wann die Träger ankommen. Ich muss wissen, wie viel Zeit ich noch habe, um alles nach Kaschlok zu bringen. Das ist alles? Gut, ich frage sie. Danke, Clive. Das hilft mir sehr. Mach dir keine Vorwürfe. Du trägst keine Schuld. Hörst du? Ich weiß, aber... Nein, ohne Wenn und Aber. Ist was passiert? Vonnie hat mir eine Nachricht von unserem Mittelsmann gebracht. Unser Handel mit den Dalmekern ist geplatzt. Sie haben sich stattdessen mit dem Silberhut-Konsortium geeinigt. Dabei hatten wir ein extra hohes Angebot für die Träger gemacht, um potenzielle Käufer abzuschrecken. Aber dann hat das Konsortium das Doppelte geboten und das Heer hat sofort angenommen. Und ihr hattet keine Gelegenheit für ein Gegenangebot? Leider nicht. Dabei hatten wir es schon fast geschafft. El, was ist passiert? Ich habe Vonnie weggehen sehen. Sie wirkte niedergeschlagen. Aus gutem Grund. Waren wir nicht die Einzigen, die mit dem Heer über die Träger verhandelt haben? Wie konnte das Konsortium davon wissen? Das Konsortium weiß alles. Sie haben ihre Ohren in der ganzen Republik. Aber es ist noch nicht vorbei. Irgendwann müssen sie die Träger weiterverkaufen. Und für den Preis, den sie bezahlt haben, werden sie kaum Käufer finden. Also habe ich ein Treffen mit ihnen vereinbart. Verstanden. Dann komme ich auch. Das würde es für mich sicherer machen. Vielen Dank. Wir treffen uns in der Nähe der Tore von Randela. Ich schicke dem Konsortium ein Stolas. Geh du nach Kaschlok, Theo, und bereite alles vor. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Selbst wenn wir diese Träger nicht retten können, gibt es noch andere. Jemand muss sich um das Dorf kümmern und wilde Tiere fernhalten. Und ich habe wohl nichts zu sagen. Gut, dann führe ich wohl ihre Befehle aus, bis sie zurückkommt. Das Silberhut-Konsortium. Es hat unseren Plan einfach so zunichte gemacht. Jetzt schließt sie sich ihnen sicher nicht an. Sie hat ja selbst gesagt, dass sie Pläne für Kaschlok hat, auch wenn sie diesen Handel nicht retten kann. Also bleibt sie bei uns. Ich gebe zu, dass mich das freut, aber ist das wirklich, was sie will? Das ist ihre Entscheidung. Ich und meine ständigen Zweifel. Du hast recht. Ich sollte ihr vertrauen. Und wenn El sich entschlossen hat zu kämpfen, dann muss ich das auch. Besser, ich mache mich auf den Weg. Bis später, mein Freund. Ich und meine Männer gehen nach Kaschlok. Wir sorgen dafür, dass dort alles vorbereitet ist. Sieh bitte zu, dass meine Schwester es sich mit dem Konsortium nicht verscherzt. Wenn sie sich nicht um ihre Zukunft schert, müssen wir es tun. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, du wartest noch nicht lang. Was ist mit den Leuten vom Konsortium? Da kommen sie schon. Ihr wolltet mich sprechen? In der Tat. Es geht um die Träger, die ihr dem Heer vor kurzem abgekauft habt. Wir hatten schon alles Notwendige für die Übergabe arrangiert. Und dann musstet ihr alles zunichte machen. Ihr seid im Irrtum. Das Konsortium hatte von Anfang an Interesse an einem Kauf. Aus Rücksicht vor euch sahen wir zunächst davon ab. Aber euer Widerwille, euch uns anzuschließen, hat uns gezeigt, dass der Respekt einseitig war. Deshalb machten wir unseren Zug. Was ihr Widerwillen nennt, war lediglich mein Wunsch, so eine wichtige Entscheidung gründlich überdenken zu dürfen. Aber das hat sich nun erledigt. Also sagt, wie viel wollt ihr für die Träger haben? Und wieder meldet ihr euch zu spät bei uns. Ohne Aussicht auf einen Weiterverkauf hätten wir solch ungewöhnliche Ware niemals erstanden. Ein Käufer ist natürlich längst gefunden. Und wer ist er? Ein Händler aus Übersee. Ein eher lästiger Kunde, falls euch das tröstet. Auf sein Geheiß mussten wir die Träger versorgen und sogar jedem eine Pritsche für die Überfahrt bereitstellen.
Das hat man von Geschäften mit fremden Händlern. Ach ja? Oh ja, dort herrschen andere Gepflogenheiten als hier bei uns. Dort zahlt man Unsummen für Träger, die noch arbeiten können, und behandelt sie wie Könige. Aber das kann uns egal sein. Das klingt in der Tat ungewohnt. Aber gut, wenn die Träger schon auf See sind, lässt sich wohl nichts mehr machen. Mein Interesse hat sich damit erledigt. Und zwar auch mein Interesse, mich euch anzuschließen. Ich bedauere zutiefst, das zu hören. Tut mir leid, dass du sie nicht retten konntest. Ja, mir auch. Aber ich bin selbst daran schuld. Was er gesagt hat, stimmt. Das Silberhut-Konsortium wollte die Träger schon vor mir kaufen. Ihr Repräsentant hat mir davon erzählt, als er mich anwerben wollte. Also habe ich so getan, als hätte ich Interesse, mich ihnen anzuschließen, damit er mir mehr erzählt, was er dann auch tat. Und dann habe ich schnell selbst ein Gebot nach Randela geschickt. Also wolltest du gar nicht? Nein, ich hatte nie vor, mich dem Konsortium anzuschließen. Mir ging es nur um die Träger. Ich hätte wissen müssen, dass sie das durchschauen. Das sind schließlich keine Amateure. Louise. Schon gut. Ich habe es immerhin versucht. Und wenigstens werden die Träger gut behandelt, wenn das keine Lüge war. Aber sie hätten mehr verdient. Ich wollte, dass sie ihre Freiheit bekommen. Louise! Louise! Es geht um Kaschlok. Das Dorf wird angegriffen. Eine Horde Bestien ist aus den Bergen gekommen. Und es ist sogar ein Drache dabei. Theo und die anderen versuchen, das Dorf zu verteidigen. Aber es sieht schlecht aus. Sie brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Theo. Ich gehe vor. Danke, Clive. Ich hole Verstärkung und komme dann nach. Ich... Bitte, rette Theo. Wo ist Theodor? Den Fluss rauf! Er wollte den Drachen vom Dorf weglocken, aber er ist direkt in eine Ätherflut gerannt. Wir können nur beten, dass er das Heil übersteht. Ich kann mehr tun als das. Torgal, komm mit. Mir rennt die Zeit davon. Ich muss Theodor finden, bevor der Drache es tut. Anscheinend hat er mich gefunden. Er ist auch schon akasisch. Das wird kein leichter Kampf. Daneben! Theodor, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir müssen dich hier rausbringen. Dafür ist es schon ein kleines bisschen zu spät, fürchte ich. Selbst ein Träger hält so viel Äther auf Dauer nicht aus. Und der Drache wollte mich einfach nicht gehen lassen. Ich danke dir, Clive. Du hast dieses Dorf gerettet. Und damit... Els... Traum? Theodor! Zwing mich bitte nicht dazu. Hör auf, Theo! Hör auf! Zurück, Louise! Geh, Äther!
Du darfst hier nicht rein! Was? Theodor? Bitte, Clive. Beschütze meine Schwester. Theodor, nein. Leb wohl. Danke, Clive. Es geht schon. Theodor hat wahren Mut gezeigt. Er hat sich für das Dorf geopfert. Für ihn zählte nur, dass der Drache stirbt. Er hat immer erst an die Sicherheit anderer gedacht. Und nun ist er tot. Weil ich ihn dorthin geschickt habe. Gegen seinen Willen. Nicht gegen seinen Willen. Er wollte dir unbedingt beweisen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Damit du endlich dein eigenes Leben leben kannst. Mein eigenes Leben? Wieso hat er meine Entscheidung nie akzeptieren können? Welche Entscheidung? Theodor war der erste Träger, den du gerettet hast, oder? Wir sind in Canva aufgewachsen. In einem der großen Handelshäuser. Mein Vater wollte, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich hatte nämlich seinen Sinn für Zahlen geerbt. Theo? Er nicht. Während ich drin Bücher über Handelsstrategien wälzte, war er draußen und spielte Soldat. Er war ein Spätzünder. In mehr als einer Hinsicht. Denn anders als bei den meisten Trägern dauerte es 15 Jahre, bis seine Kräfte erwachten. Meine Eltern konnten ihn gar nicht schnell genug loswerden und wollten die Vorsteher rufen. Aber ich war schneller. Ich nahm Theo und lief mit ihm davon. Theo hat dich bewundert. Für deine Stärke und dafür, wie unermüdlich du für die Freiheit von Trägern kämpfst. Aber er hat mir auch erzählt, dass er sich mehr für dich wünscht. Er wollte dich endlich von deinen Fesseln befreien, damit du glücklich wirst. Natürlich habe ich mich selbst manchmal gefragt, was hätte sein können. Mein Leben wäre so viel leichter gewesen, wenn sie ihn damals einfach mitgenommen hätten. Ich hätte das Geschäft geerbt, wie mein Vater es wollte. Aber ich habe meine Entscheidung niemals bereut. Meinen Bruder bei mir zu haben, bedeutete mir mehr als Tradition oder Ansehen. Ich musste ihn nur anschauen, um mich daran zu erinnern, was ihn erwartet hätte. Und zu wissen, dass ich immer wieder dieselbe Entscheidung treffen würde. Er war mir nie eine Last. Nicht einen Moment. Wenn überhaupt, war ich es, die ihn immer zurückgehalten hat. Das hast du nicht. Das hat er selbst gesagt. Er war dir immer dankbar dafür, dass du ihn gerettet hast. Und deshalb wollte er dich gehen lassen, wenn auch schweren Herzens. Ihr beide wart einander keine Last, sondern eine Stütze. Ihr habt einfach nur gemeinsam dafür gekämpft, dass keiner den anderen verliert.
Und zwar bis zuletzt. Das stimmt. Mehr wollte ich nie. Er war doch mein Bruder. Ich wollte, dass wir zusammenbleiben. Oh, Theo. Warum musstest du? Ich weiß, dass Theo etwas anderes für mich wollte. Aber ich bleibe hier bei der Roten Karawane und kämpfe weiter. Wir verändern hier etwas. Helfen Menschen. Retten sie. Etwas anderes will ich im Leben gar nicht tun. Also führe ich fort, was wir angefangen haben. Damit Waren, Leute und auch Träger da ankommen, wo sie hingehören. Ich möchte Menschen weiter glücklich machen. So wie bisher. Auch Theo. Wo immer er jetzt ist. Das ist das Leben, das ich gewählt habe. Und ich bereue nichts. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, du weißt, dass du auch in Zukunft immer auf mich zählen kannst. Danke, Clive. Kämpfen wir gemeinsam weiter. Für Theodor. Clive, was verschafft mir die Ehre? Ich wollte sehen, wie es euch ergangen ist, seit du hier alle wieder versöhnt hast. Seit wir alle wieder versöhnt haben. Uns geht's geradezu fantastisch. Konrad und Natalie gehen sich weiterhin nicht gegenseitig an die Gurgel und arbeiten zusammen. Unsere Speicher sind voll und die Banditen noch zu durcheinander, um uns wieder zu überfallen. Genau wie die liebe Lady Jane und Lord Underhill es wollten. Bist du ein Lord? Luba wird auch bald einer. Er soll der Lord von Dalimil werden, weil die Erwachsenen wegen ihm nicht mehr streiten. Der Dorfrat von Dalimil, mein Kind. Und die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Aber wenn die Menschen hier mich wollen, mach ich's. Dann werde ich als allererstes eine Schule eröffnen, damit kleine Plagen wie ihr lernt, dass man Erwachsene nicht unterbricht. Wo wir von Plagen sprechen... Uns droht eventuell eine recht besorgniserregende. Was ist denn los? Anscheinend hat Konrad und Natalies Beispiel, ihre Differenzen beizulegen und eine geeinte Front zu bilden, die Banditen inspiriert. Denn jetzt verfolgen die eine ganz ähnliche Strategie. Sie haben inzwischen eine Art Bund der Geächteten gegründet. Und mit jedem Tag werden sie mehr und mehr. Wir verjagen sie einfach, wie letztes Mal. Egal, wie viele es sind. Oder, Lubor? Natürlich werden wir das. Wenn wir weiter zusammenhalten, kann uns keine Herausforderung der Welt unterkriegen. Aber je länger wir uns vor dieser drücken, umso schwieriger wird sie. Und irgendwann bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen. Wir sollten diesen Versuch, sich zu organisieren, sofort im Keim ersticken. Indem wir die Banditen finden, die sich dem Bund noch nicht angeschlossen haben und dafür sorgen, dass sie es nie tun. Vielleicht könnte ein gewisser Lord Underhill uns in dieser Sache noch einmal beistehen? Aber natürlich. Danke, Milord. Victor wird dir alles Weitere erzählen. Ich habe ihn zum Wüstentor geschickt, um die Berichte meiner Späher entgegenzunehmen. So ein hilfsbereiter Mann. Erinnert mich an dich? Dann werde ich mal mit ihm reden. Noch in Dalimil, Victor? Ah, Cid. Ich dachte, du wärst wieder in Kostnice. War ich auch, aber jetzt bin ich zurück. Irgendwie ist mir Dalimil ans Herz gewachsen. Und es wäre wirklich schade, wenn all unsere Bemühungen, die Stadt zu retten, nun doch umsonst gewesen wären. Der gute Lubor weiß meine Gefühle auch sehr wohl für sich zu nutzen. Und so helfe ich ihm wieder einmal. Da bist du nicht der Einzige. Und was will er von dir? Ich soll euch mit den Banditen helfen. Und du weißt anscheinend, wo ich sie finde. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich wollte gleich zu Konrad, um letzte Vorbereitungen zu treffen.
Es gibt zu viele Lager in der Gegend, um alle auf einmal anzugreifen. Aber wir müssen jetzt handeln. Das ist unsere beste Chance, sie unschädlich zu machen. Sonst wird ihre Vereinigung mit jedem Tag nur stärker werden. Dann los. Welches Lager soll ich übernehmen? Es gibt eins oben am Fluss, hinter den Dünen. Verstanden. Dann zurück zu Viktor. Sid, da bist du ja. Ein Glück. Die Banditen waren also kein Problem. Ja, aber deswegen bist du nicht hier, oder? Nein, es ist etwas passiert. Komm mit zurück nach Dalimil. Was ist denn? Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Angeblich ist Lubor ein Träger. Was? Einer unserer Trupps war wohl nicht sorgfältig genug. Beim Angriff auf die Lager ist ein Bandit entwischt. Auf der Flucht ist dieser dann nach Dalimil geraten. Die Kinder haben ihn entdeckt und er wollte sie schon niederstechen. Da hat Lubor ihn erledigt. Mit einem Magieblitz. Und zwar ohne Kristall. Das ist unmöglich. Außer er ist ein Träger und hat es all die Jahre verheimlicht. Und genau das glauben die Leute. Ich könnte es ihm nicht verübeln. Schließlich macht sich niemand freiwillig zum Sklaven. Aber für die Leute ist er jemand, der sein Leben lang gelogen hat. Jemand, der ihr Anführer sein wollte, obwohl er für sie nicht einmal ein Mensch ist. Ach. Was auch immer jetzt passiert, eins ist sicher. Lubor braucht jede Hilfe, die er bekommen kann. Das stimmt. Damit wäre die Katze aus dem Sack. Ich hatte mir angewöhnt, für solche Fälle einen Kristall in Griffnähe zu haben. Aber als es darauf ankam, habe ich vergessen, ihn in die Hand zu nehmen. Tja, es wäre ohnehin irgendwann rausgekommen. Tut uns leid, Lubor. Wir haben versucht, wegzurennen. Aber er hat uns eingeholt. Es ist nicht eure Schuld. Endlich konnte ich auch mal den Helden spielen. Für mich zählt nur, dass euch nichts passiert ist. Dass er es noch wagt, mit normalen Menschen zu reden. Sicher nichts als Lügen. Genau wie er uns jahrelang belogen hat. Und wie immer glauben die Leute, was sie glauben wollen. Wir müssen was tun. Und zwar schnell. Wir müssen die Leute überzeugen, dass sich nichts geändert hat. Dass sie Vorurteilen anhängen und ihr wahrer Feind außerhalb der Stadt lauert, nicht darin. Du hast recht. Lass uns mit allen reden. Einverstanden. Ich übernehme die Leute hier. Einem Landsmann schenken sie vielleicht Gehör. Geh du zur Schenke. Konrad und Natalie dürfen nicht vergessen, was Lubor alles für uns getan hat. Sie wissen, dass Lubor und ich Freunde sind. Ich wäre wohl nicht der überzeugendste Gesprächspartner. Lord Underhill von Randellas Kaufmannszunft hingegen ist allgemein als unparteiischer Vermittler bekannt. Ich tue mein Bestes. Lubor, bleib hier bei den Kindern. Ich kann dir nichts versprechen, aber wir versuchen es. Mehr kann ich von euch auch nicht verlangen. Verzeiht bitte die Störung, aber habt ihr einen Moment Zeit? Oh, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir ebenfalls, Lord Underhill, nicht wahr? Von der Kaufmannszunft? In der Tat. Ich wollte über Lubor sprechen. Wegen der Gerüchte. Die sind leider wahr. Er ist ein Träger. Dorfrat wird er jedenfalls nicht. Wenn's nach mir geht, zumindest. Und seine Schmiede? Ob Träger oder nicht, seine Arbeit wird überall hoch geschätzt. Damit hat er euch doch einen Dienst erwiesen. Ist das nicht ein Grund zur Nachsicht? Nachsicht? Er hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei hat er hinterrücks über uns gelacht. Es tut mir leid, Milord, aber er hat uns und euch belogen. Wir können ihm nicht trauen.
Und was habt ihr vor? Wollt ihr ihn vertreiben? Die Schmiede schließen? Vielleicht. Das entscheiden die Leute von Dalimil. Und ihr dürft euch da gerne raushalten. Man hat mir nicht einmal zugehört. Sie sind alle so stur. Mir auch nicht. Konrad und Natalia ist ihr verletzter Stolz wichtiger als alles andere. Warten wir ab. Vielleicht nehmen sie Vernunft an, wenn sie sich beruhigt haben. Fürs Erste sollten wir zurück zu Lubor. Ist gut. Ich schätze, ihr habt keine guten Nachrichten. Noch besteht Hoffnung, aber... Tja, es ist wohl doch aussichtslos, wie ich erwartet habe. Du darfst nicht aufgeben, Lubor. Hab Geduld. Das wird wieder. Wir werden sie schon noch irgendwie überzeugen. Keine Sorge. Nein, werdet ihr nicht. Ihr solltet eure Zeit hier nicht länger verschwenden. Aber Lubor... Ruzhna hat immer gesagt, dass Stahl niemals lügt, dass jede Klinge das Wesen ihres Schmieds offenbart. Steh zu dir selbst, das hat sie gemeint. Ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr das Leben mit einem ihrer Schwerter genommen wurde. Aber ohne Zweifel ist sie sich selbst und ihren Überzeugungen immer treu geblieben. Bis zum Schluss. Und ich muss das auch sein. Ich muss tun, was mir richtig erscheint. Egal, was andere von mir denken. Und jetzt weiß ich auch, was das ist. Ich muss in meiner neuen Rolle aufgehen. Und die Menschen von Dalimil in ihrem Hass auf mich vereinen. Denn nur zusammen werden sie eine Chance gegen die wahre Bedrohung haben. Natürlich muss ich einen entsprechend dramatischen Abgang hinlegen. Geh nicht, Lubor. Du bist der Einzige hier, der immer nett zu uns ist. Sonst sind wir schon wieder allein. Glaubt mir, meine Lieben, es ist für alle das Beste. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für euch. Aber du kannst sie doch nicht einfach zurücklassen. Die Kinder brauchen dich. Du musst den Menschen hier wenigstens etwas Zeit geben, ihre Meinung zu ändern. Das werden sie nicht, Viktor. Nicht mehr. Ach, so ist das. Also wirst du jetzt die Stadt und die Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Aber mich hast du wohl auch getäuscht. Viktor. Was soll's? Mach, was du willst. Ist das wirklich der richtige Weg, Lubor? Es ist jedenfalls der beste, der mir noch offen steht. Ach, und bevor ich's vergesse, hier, für deine Hilfe mit dem Banditenlager. Na gut, ich muss dann packen. Wenn ich irgendwas tun kann, egal was. Ich komm drauf zurück. Danke. Lord Rossfield, können euch die Ewigen heute bei irgendetwas helfen? Vielleicht. Mein Bruder sagte, euer Orden hilft ihm bei seiner Suche nach Ultimas Ursprüngen. Gibt es irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten? Immer weniger, bedauerlicherweise. Verstehe. Seid versichert, dass wir nicht ruhen werden, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Auch jetzt suchen unsere Archäologen an Ruinen in jedem Winkel des Reiches nach Spuren von Ultimas Einfluss. An Ruinen der Gefallenen? Die meisten sind so alt wie das Phönixtor. Richtig. Ultimas Schergen werden oft an den Überresten der alten Zivilisation gesichtet. Als würden sie darin verborgene Geheimnisse schützen. Die wir aufdecken wollen. Falls euch unsere Methoden interessieren, Milord, würde es euch vielleicht zusagen, uns bei der Arbeit zu beobachten? Wäre das möglich? Natürlich. Nicht weit von hier findet eine Untersuchung statt.
Vielleicht seid ihr mit Xetor vertraut. Der Weiler wurde um ein Luftschiff herumgebaut. Ich wollte unsere Leute dort besuchen, um ihre ersten Erkenntnisse einzuholen, aber wenn ihr es an meiner Stelle tun würdet, bin ich sicher, dass sie sich geehrt fühlen würden, euch direkt von ihren Entdeckungen zu berichten. Ist gut. Ich gehe zu ihnen. Ich bin sicher, dass sie sehr erfreut sein werden. Am besten nehmt ihr die Straße im Schatten des Titan. Sie wird euch nach einem kurzen Marsch direkt ins Dorf führen. Danke. Das mache ich. Ich wünsche euch eine gute Reise, Milord. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Vielleicht hat jemand überlebt. Das ist gut. Eure Zeit ist vorbei. Die gehören wohl zu den Ewigen. Wir danken dir, Fremder. Wer seid ihr? Ah, vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr seid Lord Rossfield, oder nicht? Wir sind Archäologen und haben diese Städte erforscht. Als die Echos auftauchten, haben unsere Brüder sie von uns abgelenkt. Dank Ihnen und dank euch haben wir zum Glück unsere Aufgabe zu Ende bringen können. Ihr nennt das Glück? Eure Brüder wären noch am Leben, wenn ihre Sicherheit Vorrang gehabt hätte. Rechtfertigt euer Auftrag ihren Tod? Wir sind hier, um Ultimas Ursprung zu erforschen. Eine Pflicht von höchster Relevanz. Ihr stimmt doch zu. Und eure toten Brüder stimmen euch auch zu? Das würden sie. Sie gaben ihr Leben für die Sache. Eine Ehre, die alle Ewigen anstreben. Und was verschafft uns die Ehre eurer Gegenwart, Milord? Cyril hat mir von eurer Arbeit erzählt. Und ich hole für ihn eure Ergebnisse ab. Verstehe, das ist zu gütig. Bitte nehmt sie und habt vielen Dank. Möge die Flamme des Phönix ewig in euch brennen, so wie in uns. Ah, ihr seid zurück, Milord. Ich habe die ersten Ergebnisse eurer Forscher dabei. Hier, nehmt sie. Habt Dank. Selbstverständlich werde ich euch informieren, wenn ich darin etwas Hilfreiches für euren Kampf gegen Ultima finde. Cyril, euer Forschungstrupp hat schwere Verluste erlitten. Vermeidbare Verluste. Hätten die Überlebenden ihre Arbeit unterbrochen, um ihre Freunde zu retten, waren das eure Befehle? Nein, das war ihre Entscheidung. Jeder Ewige stellt sein Leben in den Dienst des Phönix. Das ist unsere einzige Pflicht. Und sollten wir bei ihrer Erfüllung sterben, so sei es. Selbst wenn der Tod vermeidbar ist. Milord, ich fürchte, mit euch über diesen Punkt zu streiten, wäre nicht zielführend. Die Ewigen dienen dem Phönix seit zahllosen Generationen. Und eure Meinung über unsere Methoden, so ernst sie auch sein mag, wird nichts daran ändern. Wir leben, um dem Phönix zu dienen. Unser Orden wurde für diesen Zweck ins Leben gerufen. Nur zu diesem Zweck. Cyril. Ich weiß, dass ihr und eure Brüder nur auf Joshua hört. Doch erlaubt mir, euch einen Rat zu geben. Es ist der Sache des Phönix nicht dienlich, wenn seine treuen Anhänger ihr Leben ohne guten Grund opfern. Schützt eure Forscher mit Eskorten, damit sie noch lange ihre Pflichten erfüllen können.
Denkt nicht nur daran, wie Sie dem Phönix dienen können, sondern wie Joshua es sich von euch wünschen würde. Bitte. Für unser aller Wohl. Ich danke euch für euren Rat, Milord. Wenn ihr mir erlaubt zu antworten, unser Glaube an seine Gnaden Joshua Rossfield ist absolut. Und wir von den Ewigen werden tun, was wir für richtig halten, um unsere Pflicht ihm gegenüber zu erfüllen. Als erster Schild des Phönix versteht ihr sicher auch, was es heißt, seine Pflicht zu erfüllen. Das tue ich. Dann sind wir der gleichen Meinung. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin dem Phönix dienen werden. Gemeinsam. Ah, Clive. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, dass du hier bist, um mich von unserem Nachwuchsgenie zu erlösen. Ich fürchte leider nicht. Ich habe Fragen zu Ashra. Wieder einer dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Einen, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es Divisand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt. Du wirst immer noch besser informiert sein als wir. Tu es für die Enterprise! Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich und es ist Schluss. Verstanden? Barnabas Tarn. Der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valut zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valisthea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valisthea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843. Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davon zu tragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valistheas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben. Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste. Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist
und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, Mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben's in sich. Aber das macht's erst spannend. Wohl wahr. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besuche. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Oh, Milord. Jote, stimmt etwas nicht? Ihr wirkt besorgt. Kann ich euch helfen? Milord. Ja, möglicherweise. Euer Bruder, sein Zustand verschlechtert sich stetig. Auch wenn er es nicht zeigt, die Wunde auf seiner Brust verursacht immer größere Schmerzen. Das habe ich befürchtet. Es gibt Elixiere, die das Leid jener, die vom Fluch betroffen sind, lindern, aber... Aber? Aber sein Fall ist besonders schwer. Die Aufgüsse, die ich ihm bisher bereitet habe, zeigen leider keinerlei Wirkung mehr. Also wandte ich mich an Taya und meine Brüder und Schwestern bei den Ewigen, in der Hoffnung, ein stärkeres Mittel aufzutun. Glücklicherweise fand sich ein Rezept. Die Hauptzutat lässt sich jedoch nur außerordentlich schwer beschaffen. Und unser Vorrat neigt sich dem Ende zu. Wir müssen mehr davon auftreiben. Sonst wird euer Bruder unerträgliche Schmerzen erleiden. Milord, ich will mir nicht anmaßen, Forderungen an euch zu stellen. Aber bitte helft uns, um Joshuas Willen. Für Joshua tue ich alles. Danke, Milord. Und? Um welche Zutat handelt es sich? Ein seltenes Kraut namens Steinampfer. Es wächst nur an Orten mit sehr viel Äther. In seinen Stängeln ist ein Stoff, der dem Fluch entgegenwirkt. Am Aquädukt in Rosaria ist eine Stelle, wo es gedeiht. Aber leider ist dort vor kurzem noch mehr Äther ausgetreten. Das ganze Gebiet ist überflutet. Wir würden sofort akasisch werden. Darum sind wir verzweifelt auf der Suche. Das heißt, ihr könnt es nur nicht erreichen? Das Kraut selbst ist vom Äther unbeschadet? Ja, doch wir... Dann gehe ich es holen. Aber, Milord... Ihr habt noch keine neue Stelle gefunden. Also bleibt uns nur die am Aquädukt, oder nicht? Denkt dran. Ich bin ein Dominus. Der Äther schadet mir nicht. Gut. Ich vertraue euch, Milord. Steinampfern erkennt ihr leicht an ihrer blutroten Farbe. Sucht am Aquädukt. Dort werdet ihr schnell fündig werden. Ich bleibe hier und bereite den Rest vor. Jote, ich habe so viele Steinampfern wie möglich gesammelt. Ist das genug? Ja, Milord. Danke. Das reicht sicher, bis wir einen anderen Ort finden, wo sie wachsen. Da bin ich erleichtert. Ihr und seine Gnaden ähnelt euch sehr, Milord. Wie er wollt ihr immer nur anderen helfen und denkt nie an die Gefahr für euch selbst. Ihr seid nicht weniger aufopferungsvoll. Ihr tut alles für meinen Bruder. Ich danke euch. Eure Worte ehren mich sehr. Doch ich bitte euch, Milord, euch nicht für das Wohl anderer selbst aufzugeben. Ohne euch wären wir verloren. Ich werde es beherzigen. Clive, das musst du hören. Bitte, sprecht. Ihr erinnert euch an unsere letzte Unterhaltung über Ultima? Nun, ich habe seither neue Erkenntnisse gewonnen. Und allem Anschein nach ist euer Bruder zu ähnlichen Schlüssen gekommen.
Du erinnerst dich an das Wandbild im Phönixtor, wo meine Suche nach Ultimas Ursprung ihren Anfang nahm? So bedeutsam es mir auch schien, sein Geheimnis habe ich nie entschlüsselt. Doch ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir weitere solcher Darstellungen finden. Besser erhaltene, wie ich hoffe. Sagt, Clive, habt ihr auf euren Reisen je vom Kreis des Malius gehört? Ich nehme an, eher nicht. Der Name bezeichnet die älteste bekannte Religion in ganz Valisthea. In Stürm geriet sie mit den Jahren in Vergessenheit. Doch selbst heute noch finden sich Spuren ihrer Lehren in der kristallenen Orthodoxie. Wartet, in Stürm ist sie vergessen. Und in Ashra? Religiöse Bauten werden oft abgerissen oder zweckentfremdet, wenn ein neuer Glaube den alten verdrängt. Aber wenn nie ein neuer Glaube aufkam, dann könnte es durchaus sein, dass die alten Tempel noch stehen. Verstehst du? Deshalb muss ich unbedingt mit dir nach Valut. Und wie immer ist die Geschichte uns ein weiser Lehrer. Doch ohne Moss und seine Notizen wären wir nie auf diese Fährte gestoßen. Unglaublich, dass ihr die ganze Zeit die Aufzeichnungen meines Mentors bei euch hattet. Ich bin froh, sie in guten Händen zu wissen. Ich werde sie pflegen und hüten. Joshua, wenn du fertig bist, komm in die Schankhalle. Ich muss noch mal mit allen reden. Natürlich. Verzeihung. Ihr habt alle gehört, wohin wir gehen und warum. Ich langweile euch also nicht mit Details, nur mit den wichtigen. Wenn wir uns Stonhöhe auf dem Seeweg nähern, werden wir höchstwahrscheinlich gesichtet und unter Beschuss genommen. Stattdessen gehen wir also an der Südwestküste an Land und dann zu Fuß nach Drachengrad. Auch das wird gefährlich. Wir müssen davon ausgehen, dass ganz Ashra unter Ultimas Kontrolle steht. Eine große Gruppe würde unnötig auffallen, käme langsam voran und würde mehr Verpflegung brauchen, was ein Risiko wäre. Nur Joshua und ich gehen an Land. Und ein Speer. Ein guter, wenn's geht. Gav, kennst du da wen? Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Aber vielleicht leih ich mir trotzdem noch eine von Vivians Karten. Nur für den Fall, meine ich. Du setzt uns an der Schattenküste ab. Dann fährst du zurück in neutrale Gewässer. Hiss die Handelsflagge. Verhalte dich unauffällig. Beim geringsten Anflug von Gefahr lässt du uns zurück und fährst nach Stürm. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Aber das mit dem Zurücklassen kannst du vergessen. Mein Schiff fährt nirgendwo hin, bis nicht alle eure Nasen wieder an Deck sind. Jill, die Enterprise wird für Piraten und Valuta ein verlockendes Ziel sein. Schalte jeden aus, der an Bord will. Keine Sorge. Dem Schiff und der Mannschaft passiert nichts. Schließlich bringen sie euch zurück, oder nicht? Aber... Nun gut. Wenn es keine Fragen gibt, sehe ich euch am Hafen. Sag Bescheid, wenn du gehst. Ich muss noch etwas loswerden. Mach ich. Ist was passiert? Wieso? Also echt, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Ich werde wie immer den Laden hier zusammenhalten. Du kannst also ruhig die Welt retten. Ich verlasse mich auf dich. Also, wenn wir die Küste entlang laufen, machen wir einen riesen Umweg. Ich guck schnell. Vielleicht geht's landeinwärts auch weiter.
Clive? Hm? Bitte antworte mir ehrlich. Du hast dir die Esper genommen, nicht wahr? Ja, habe ich. Sie wollte es so. Sie wollte es so? Du hast dich dazu entschlossen, die Welt ganz allein zu retten. Sie wusste, dass du sonst sterben wirst. Wie konntest du ihr das antun? Du wusstest genau, dass sie macht, was du willst. Aber ich nicht. Hör auf, uns auszuschließen, Clive. Das hier ist unser Gefecht, nicht deins. Ich habe es getan, weil ich das Richtige tun wollte. Du denkst wirklich, dass du sie brauchst, um alle zu retten? Das tue ich. Wie du meinst. Nur vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich habe uns einen Weg gefunden. Mir ist was entgangen, oder? Joshua jedenfalls nicht. Ach, Geschwister. Ich wollte ja schon immer mal nach Ashra. Wir sind hier auf Valuta-Boden. Die mögen keine Gäste. Ah, komm schon, Clive. Das Schloss dort sieht doch sehr einladend aus. Wollen wir die Gastfreundschaft seiner Bewohner testen? PlayStation.